Oh mein Gott. Du musst aber rechtzeitig wieder ausmachen. Ne? Der PC Games Podcast. Heute mit Christian, Sebastian, Jürgen und Robert. Und in Farbe. Und bunt. Und mit Bewegung. Ein bisschen. Ich sehe euch. Verrückt. Und mit Gong natürlich. Ja, ja, hier. Jetzt sieht man ihn auch mal. Ja, schön. Hab, ne? Vorher, glaube ich, nur im Foto gesehen. Ja. Jetzt genug gesehen, jetzt kannst du dir auch so drehen, wie du ihn brauchst. So, nee, ach lass so. Mal, ich kann ja auch von hinten draufhauen. Naiva, das ist meine Kaffeetasse. Das war die Brille und der Schlaf. Okay, meine Kaffeetasse. Herr Schlüter. Ja, was haben Sie recherchiert? Genau. Und zwar, wir haben uns voll gut überlegt, dass wir auch einen Live-Chat machen zu diesem ersten Videopodcast. Ja. Der hat total gut funktioniert, weil wir nämlich aufzeichnen. Und morgens zudem noch morgens um 10. Und dazu noch vergessen haben, die Live-Chat-Meldung zu machen. Die jetzt gerade der Wilke hinterher schiebt, hoffe ich. Also jetzt kommen vielleicht noch ein paar Leute in den Chat, mit denen wir dann vielleicht live chatten können. Er ist bisher drin, Airbus-Pilot und? Also wenn ihr das jetzt hört, ist es vorbei, ihr braucht nicht mehr in den Chat. Im Moment sind Aceman, Airbus-Pilot und Und die antworten nicht, oder? Nee, die... Das sind Bots, glaube ich. Wilke sagt jetzt, News geht gleich raus. Ole, ole. Schauen wir mal, ob das noch klappt. Okay, naja, das wäre ja toll. Wenn hinten sein Bot Airbus-Pilot. Das heißt, wir müssen diese Fragen erst nach unserer anderen Aktion. Was? Ja, wir können jetzt auch schon Feedback-Fragen machen. Dann machen wir. Ja, also... wie immer Feedback. Wir haben jetzt zum Beispiel vom Herrn Muckimann die Frage, wie läuft das ab, wenn ihr ein Spiel habt, das ihr wirklich gerne zockt und das euch dann total flasht? Kann es dann vorkommen, dass ihr dann mal über Wochen wirklich nur ein Spiel in der Freizeit zockt oder ist das ein ständiges Kommen und Gehen von Spielen, weil wir halt so viel spielen? Was ist das denn für eine Frage? Ja. 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 Klar. Natürlich. Ist so. Wenn ich was super finde, spiele ich das auch noch jahrelang. Ja. Wobei dann ich sagen muss, dass mich Spiele inzwischen nicht mehr so sehr flashen. Meistens. Das kommt vor. Das ist das Problem. Du brauchst inzwischen mehr. Das ist ja fies. Das ist ja wie eine Droge so. Ja. Also man nutzt sich auf Dauer. Ja, aber das, ich glaube, das Letzte, was wir alle echt lange gespielt haben, war Borderlands. Also so neben der Arbeit. Ja, gar nicht mal so. Das, das war so ein Fall, als ihr das in der Arbeit gespielt habt. Eigentlich hauptsächlich. Das fand ich dann total super und da habe ich es auch gespielt. Aber als ich dann daheim privat hatte... Ich, so, ich habe daheim nochmal bestimmt 80 Stunden oder so. Ja, bei mir hast du das ganz schnell abgenommen. So kann man bei ihm die Achievements aufploppen. Ja. Spielt immer noch Borderlands. Nee, jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich alle. Jetzt warte ich, 29. kommt der DLC, glaube ich, dann geht's wieder los. Spielt immer noch Borderlands. Nee. So klar. Borderlands. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Er fragt, gibt's bei euch in der Redaktion einfach auch mal Just for Fun Gaming? Nein, das ist immer ernst. Nein. Sowas machen wir. Nie. Dann. Doch. Nein? Früher hatten wir mal LAN-Partys. Das stimmt ja. Ja. Früher haben wir auch einfach mal die Arbeit sein lassen. Ja. Ja. Aber nachdem wir dann von Praktikanten rund gemacht wurden, was immer noch oder WoW-Mitarbeitern in Shooter. Oh, da war ja was. Das war böse. Ja. Jetzt spielen wir nur noch Bejeweled Blitz gegeneinander. Oder? Ja, oder Brain Buddies. Oder Brain Buddies. Brain Buddies ist cool. Und ich verliere dauernd. Das ist echt gut. Ja, ja, das hat aber seinen Sinn, ja. Erzähl ja, mir mal, was das ist. Ja. Brain Buddies ist ein Facebook- App. Programm, also Facebook-Spielchen. Und das ist Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging-Mate. Genau, das ist eigentlich total langweilig. Aber du siehst halt immer, wie gut du bist im Vergleich zu deinen Kollegen und kannst dann immer, wirst du mal aufgefordert, jetzt kommen noch 10 Gramm Gehirn mehr und du kannst da an dem vorbeiziehen. Ja, und der Jürgen cheatet. Ja? Ja, wahrscheinlich. Total. Der Jürgen hat einfach das größte 3900. Gehirn. 3900, hallo? Was? Deswegen hast du irgendwann eine Mütze auf, damit das nicht aussieht. Das größte Gehirn. Ja, klar. Ja? Mhm, das sicher. Ist fast 4 Kilo. Ja, voll schön. Es ist auf jeden Fall schon mal größer als deins rein. Optisch. Bräuchte ich mir so eine Kopfzange. So, was ist denn noch? Chris Cool fragt uns, das bin diesmal nicht ich, fragt uns, auch Chris was ist eigentlich, wenn eine Sneak Peek ausfällt, zum Beispiel die Napoleon Sneak Peek wegen extremen Schnees an allen Flughäfen Deutschlands? Was ist denn dann? Wird das Ganze dann mit denselben Leuten wiederholt? Wir verklagen Gott. Ja, natürlich würde ich sagen, ich schätze. Was? Das ist eine coole Frage irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, ist noch nie vorgekommen. Also meine Antwort wäre, das wird im Einzelfall entschieden. Ja. Oh, das wir hatten ja schon, wir hatten ja schon Leser, die dann nicht rechtzeitig zum Flughafen gekommen sind, Flug verpasst haben oder so. Ja, das ist ja eigene Schuld dann. Ja, aber, was aber die wurden ja trotzdem abgeholt. Die wurden ja trotzdem wieder dann im nächsten Flieger. Echt? Ja. Was? Kam halt dann, als alles vorbei war. Sie nein, direkt nicht bei der, wo du dabei warst. Ja, bei der. Aber dann, im der Normalfall würde ich sagen, wir versuchen das dann halt irgendwie eine Woche später nachzuholen oder so. Mhm. Wenn's oder nicht? Ja, wenn's wenn der Publisher dann immer das noch ist jetzt so hat. Das ist jetzt so hypothetisch. Ja, aber ich glaube, dass wir da hinfliegen wirklich, ist ja erst seit ein paar
Jahren halt jetzt, dass es wirklich Sneak Peeks gibt, wo wir vor Ort sind, oder? Ja. Sonst haben wir immer im Haus gemacht, da war es halt einfacher, da kommst du ja. Halt gesagt, nächste Woche, okay. Ja. Jetzt ist gerade. Ja, so es kommt halt drauf an, was der Publisher da sagt. Hätte da ja auch sein können, dass das nicht funktioniert. Also aus irgendeinem Grund. Wie oft kam irgendwie ein Publisher mit einer Version, die nicht lief? Ja, ja. Also, aber dann kannst du ja immer noch sagen, das kommt man nächste Woche wieder. Aber wir hatten auch schon Sneaks, die komplett ausgefallen sind, weil da irgendwas nicht geklappt hat. Wir hatten auch schon Stalker Sneaks. Damals wollten wir auch schon nicht abgesagt. Ja. Ja, und da mussten wir in letzter Minute absagen. Da waren die Leute schon im Auto vor der Tür gesessen und dann mussten wir sagen, nee, shit. Warum setzen die sich vor die Tür? Echt? Ja, weil sie ja schon angekommen sind. Die waren gerade am Einparken. Verrückte Geschichte. Nein, ist nicht aus. Hier, guck. Das ist nur die Energie. Ich wollte nur ablenken, damit wir zum nächsten Tag kommen. Soll dein Akku überhaupt lang genug? Ja, das doch. Ich meine, hast du jetzt mal einen Akku? Ich habe endlich mal einen Akku, ja. Ja. Dunera fragt uns, habt ihr auf daheim Konsolen? Und wenn ja, wo spielt ihr lieber eure Spiele? Also Konsole oder PC? Du Nerd? Nein, Dunera. Rumänischer Name. Dunera. Ja. Rumänisch, ja. Weiß man. Kann ich hier sehen. Ach so, ja. An dem Symbol. Rumänien-App. Rumänien-App. Ja. Und? Ja. Also ich habe keine Konsole. Da bist du aber der Einzige hier. Ich habe auch keinen PC mehr. Ich habe drei Konsolen. Drei Konsolen? Was? Ja, also eine Wii, eine PS2 und eine Xbox 360. Aha. Ja. Das wissen wir ja. Und am liebsten spiele ich auf der Xbox 360. Wenn ich spiele. Ja, ist bei mir eigentlich auch so. Also wenn ich Konsole spiele. Eine 360 und zu Hause spiele ich eigentlich fast nur noch Konsole. Aber schon allein, weil die in dem Zimmer mit dem Kachelofen steht. Also jetzt im Winter mag ich nicht in mein Arbeitszimmer, wo der PC steht, weil da ist eiskalt. Heizung. Mach die Heizung an? Nee, die geht nicht. Da ist zu viel Luft drin. Die muss man erst... Entlüftet doch so ein Ding. Ja, da brauchst du den Spezialschlüssel dafür. Den Spezialschlüssel? Ja, und? Hast du keinen? Ja, den organisiere ich mir. Ich habe einen. Hättest du was gesagt, hätte ich den heute mitgebracht. Siehst du? Ich habe sogar einen am Schlüssel, den gebe ich dir gleich. Ich meine, am Schlüssel, so wie am Freitag, meinst du, nach der Weihnachtsfeier? Ja, weil am Freitag nach der Weihnachtsfeier, als wir nach Hause wollten, ist ihm aufgefallen, oh, ich habe meinen Schlüssel gar nicht dabei und meine Freundin, die beide Schlüssel hat, ist nicht daheim. Und dann meinte er, ob er mit zu mir kommen kann. Das klingt was für eine Anmache abgesprochen. Ja. Oh, mein Schlüssel ist das weg. Das war sehr dubios. Ich bin nicht drauf eingegangen. Oh, ich habe meine Telefonnummer vergessen. Kann ich deine haben? So, ich schreibe gerade ein Buch, ein Telefonbuch. Kann ich deine Telefonnummer? Aber um auf die Frage zu antworten, ich habe auch PS3 und Xbox und spiele lieber auf der Xbox. Echt? Ja. Schrecklich. Also PS3 findest du nicht so toll? Nein, da gefällt mir der Controller nicht. Ja, ne? Mir auch nicht. Ja. Und so dumm es klingt. Das ist Meckern auf hohem Niveau hier. Dennoch, Uncharted 2 ist super. Ja, aber auch diese blöden Online-Features von der PS3, das ist alles nicht so cool wie auf der Xbox. Aber ist es auf der PS3 nicht umsonst? Ja. Also. Aber dafür ist die Qualität auch wesentlich besser auf der Xbox. Also weil es kostenlos und nicht umsonst wie sinnlos. Ja, genau. Das ist gratis. Ja. Überflüssig. Nee. So. Neo CF Spawn möchte gerne wissen, warum wir nicht näher auf die LAN-Szene eingehen. Auf was? LAN-Party-Szene. Weil die LAN-Party-Szene, glaube ich, sehr speziell ist und wir nicht so speziell sein können. Und weil ich fast vermute, dass sich die in den letzten gefühlten 10 Jahren nicht verändert hat. Doch, ich glaube, da tut sich schon was. Gibt es eigentlich Readmore noch? Die sind doch da führend. Readmore. Ja eben, das machen ja Kollegen, die sich damit auskennen. Also war das irgendwann mal im Heft ein Thema in der Games? In der Action. Also in der Action haben wir es irgendwann abgeschafft, weil es eigentlich wirklich keiner interessiert hat. Also irgendwie 3 Leser oder so und dann haben wir gesagt, das lohnt nichts. Also er sagte, auf seiner letzten LAN-Party waren 120 Leute. artoflan.de. Und davon waren 80 PC-Games-Leser? Dann würden wir es machen. Aber 120 sind jetzt auch nicht so viel für so eine LAN-Party. So eine richtige LAN-Party hat doch 5000 Leute wahrscheinlich. Oder so. Naja. Meine letzte LAN-Party ist gefühlt 10 Jahre her. Bei mir auch. Und da waren so 800 Leute, glaube ich. Gibt ja jetzt Internet, brauchen wir ja nicht mehr, ne? Meine letzte ist 1 Jahr her und da waren wir zu 6. Das sind aber die besten. Ja. 8 Uhr morgens. Und wir haben nur Left 4 Dead gespielt und bewusstseinsweiternde, reflexsteigernde Mittel. Tü-tü-tü wird übrigens gerne wissen. Tü-tü-tü. Wird übrigens gerne wissen, welche Musik wir hören. Na! Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier SFX falsch geschrieben. Also im Moment hauptsächlich sowas wie Wham! Last Christmas. Nicht. Ja. Und Boyzone. Musik aus der Dose. Ja. Ja, jetzt sag doch mal ehrlich. Was ich für Musik höre? Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Es braucht eigentlich Gitarre, Schlagzeug, Bass. Ja. Und darf nicht so elektronisch sein. Also eine echte Band. Volbeat zum Beispiel gefällt dir sehr gut. Und mir auch.